que l'or à la nôtre. So ist es also dann so, dass in der Vajrayana-Sichtweise alle Elemente von Elemente von der reinen Sichtweise her in der Natur von Buddhas sind. So sind also nicht nur die Wesen, die wir jetzt mit unserer unreinen Wahrnehmung als gewöhnlich wahrnehmen, in Form von Gottheiten, sondern auch alle Elemente, Erde, Wasser, Feuer, Luft, Raum, in der Form von Gottheiten. Und so ist auch das Wasser in der Form, in der Natur von Vajrasattva. So stellen wir uns also vor, dass über uns im Raum sehr viele Vajrasattvas verweilen, über jeder Person ein Vajrasattva. Und während wir das Vajrasattva-Mantra rezitieren, das sich hier im Heft auf Seite 15 befindet,
stellen wir uns also vor, dass der ursprüngliche Weisheitsnektar von Vajrasattva herabkommt wie der Regen und uns innen und außen wäscht und uns Körper vollkommen reinmacht und auch unseren Geist reinigt, und so erscheinen wir, werden wir, unser Körper wird transparent und wie Licht und innen leer. So rezitieren wir dreimal das Vajrasattva-Mantra zusammen. Und das ist etwas, was man auch kontinuierlich machen kann, das Rezitieren von Vajrasattva, zum Beispiel auch wenn ihr euch, euren Körper wascht, wenn ihr euch duscht, könnt ihr vorstellen, dass das Wasser, das herabkommt, der ursprüngliche Weisheitsnektar von Vajrasattva ist, und während ihr so euch duscht, könnt ihr Vajrasattva-Mantra rezitieren. Und so stellen wir uns dann vor, dass das Wasser, das abfließt von unserem Körper, dass das, das die karmischen Schulden sind, die wir bei den Hungergeistern, bei anderen Wesen zu begleichen haben, und dass diese Wesen, die Hungergeister, dieses Wasser bekommen und dadurch sie vollkommen befriedet werden und dass dadurch auch die karmischen Schulden beglichen sind. Benda sato samaya mano palaya benda sato teno pa dishante jo me bhava sudo kayo me bhava sopo kayo me bhava anurakto me bhava sarva siddhi membrayam sasava karma sutsame chitam shriyam guru Anurakto me bhava sava se me brayam sattava karma sutame sitam shriyam guru ha 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 ho bhagavan sava tata kata pendra mame munsa pendra bhava maha samaya sato Om Benda Sato Samaya Mano Palaya Benda Sato Teno Patishta Dejo Meva Soto Kaya Mevava Sopo Kaya Mevava Anurakto Mevava Sava Siddhi Medrayam Sava Karma Sutame Siddham Shriyam Guru Ha 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 ho Bhagavan Sava Tata Kata Benza Mame Munza Benza Bhava Ma Samahya Sato Ome Sava Tata Kata Beke Kade Samaya Kere Ye Vongwa Bhegni Vata Tata Vongbe Vongso Bhava Chita Sava Tame Sava Vajita Vongha Tome Mane Ome Sava Mbodhi Anoye Jajivana Om
ตะวาจะบาตะตะกะปะตะนะตะตะเจนะวะต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 
ん、でもそう。え、で、たびちしばねね。どげれちょい、たびれ。で、どげれちょわる、どげれたんじゃ、たわかんにそんじゃ。だじにそんわ。で、だじにて、めばっとんこれ、人品がろけ。これな。人品がろけな。ね、だじせろ。だじせね、どげれちょか、ちしねね。なんかたんやべ、ちんびんとじゃ、パマリばてしな。てるちわちな。お、で、人品がろけよ、で、ちんびんたんじゃ、そんじゃ、てんがけ。 Und dann ist es so, dass das Dharma ist die Methode, dass wir das Leiden vermeiden. Die Ursache des Leidens ist das Festhalten am eigenen Ich, das sich ständige Kümmern nur um das eigene Ich. Dadurch erscheint das Leiden. Um diese Ursache des Leidens, das Festhalten am eigenen Ich zu beseitigen, müssen wir die Geisteshaltung entwickeln, die sich um das Wohlergehen der anderen kümmert, eine altruistische Geisteshaltung entwickeln. Und die entwickeln wir, indem wir erkennen, dass alle Wesen schon einmal seit anfangsloser Zeit unsere Eltern gewesen sind. Und so entwickeln wir Liebe für alle mütterlichen Wesen. Und um diesen mütterlichen Wesen zu helfen, nehmen wir heute die Einweihung von Chandrasig zum Wohle aller Wesen. Denn Chandrasig ist in der Natur von Liebe und von großem Mitgefühl. Das heißt, dass er keinerlei Interesse an seinem eigenen Wohlergehen, sondern nur Interesse am Wohlergehen der anderen Wesen hat. ま、そうなんじゃね。見れって、俺。ま、そうなんじゃね。こんなんばっかり、さ、ちょっと背の坊で、じいね。人品、人事中も、人道中も。で、パルダスマットを受けばって、こんなんば、さんじゃね。そうそう、どげん目はちゃう。さ、じっこすんぐ、どげん。さ、じっこすんぐ、よんでよ。こすんぐ、どげん。あ、そうなんじゃね。よんでよ、ばあぜ。で、こすんじゃね。ちゅうかね、なんかなぎ、でたば。に、ろんかね、れたば、たんじゃね、うすん、とんじゅうよ、ばあぜ。で、だむらそばって、じゃ、ちょうなんじ。 So ist es also, dass wir diese Einweihung nehmen zum Wohle aller Wesen. Nachdem wir diese Einweihung genommen haben, werden wir diese Praxis auch ausführen und so die Erleuchtung erlangen, die Bruderschaft erlangen. Stell es mal raus, oder so, das ist too much. Und also, wenn wir die Erleuchtung erlangen, ein Buddha besitzt die drei Kayas, so ist das, ist der erste Kaya ist der Dharma-Kaya, der alles durchdringende ursprüngliche Weisheitsgeist der Buddhas.
Und dann manifestieren sich die Sambhogakaya-Manifestationen, wie zum Beispiel die Yidam-Gottheiten, Chakrasamvara und so weiter, die wie Regenbogen im Himmel erscheinen. So erscheinen auch im Raum des Dharmakayas erscheinen die Sambhogakaya-Manifestationen der Buddhas. Und dann erscheinen die Nirmanakaya-Manifestationen, die Manifestationen, die dann direkt als zum Beispiel als Menschen oder als die unterschiedlichen Wesen für das Wohlergehen der Wesen wirken. Solche Kräfte besitzen die Buddhas, um für das Wohlergehen der Wesen zu wirken. So heißt es eben auch, dass sich die Buddhas, Bodhisattvas manifestieren unter den 6 Arten von Wesen. So manifestieren sie sich auch als Tiere, als Vögel, als Hirsche und so weiter. Und so manifestieren sie sich auch unter den Menschen. So war es auch, ist es auch, dass Chenresik sich immer wieder unter den Menschen manifestiert. Und als erstes manifestierte er sich als Schüler auch bei Buddha Shakyamuni. Und Buddha Shakyamuni sagte vorher, dass also in der Zukunft, wenn im Schneeland im Norden, im Tibet, dieses Land bevölkert sein wird, denn zu dieser Zeit, heißt es, gab es noch keine Menschen, nur Fische und Kröten und Frösche. Und wenn dieses Land irgendwann mal bevölkert wird, von Menschen kommen, dann wird Chenresik sich diesem Volk annehmen und für dieses Land im Besonderen annehmen und speziell, also allgemein für alle Wesen und speziell auch für dieses Land. Und so heißt es dann, dass Chenresik sich als erstes als ein Affenmännchen manifestierte und zusammen mit Tara, die sich als Felsendämonin manifestierte, die ersten tibetischen Menschen hervorbrachte, dadurch, also von dieser Verbindung hervorkamen die Tibeter, das tibetische Volk. Und es heißt dann, dass später hat sich dann Chenresik als König Songtsen Gampo manifestiert, der das Dharma auch nach Tibet brachte. Und viele Male hat er sich weiter auch noch manifestiert und heutzutage die Manifestation von Chenresik in Tibet ist also seine Heiligkeit der Dalai Lama. Und das heißt also, dass Chenresik sich als der erste Dalai Lama auch manifestiert hatte und immer wieder dann auch einen Dalai Lama manifestiert hatte, sich immer wieder ununterbrochen manifestiert hatte, und so ist auch heute der heutige Dalai Lama der eine Manifestation von Chenresik. Und so hat Chenresik für viele Äonen lang auch Verdienste angesammelt und dann auch Wunschgebete gesprochen. So hat er zum Beispiel dafür gebetet, dass nur dadurch, dass man seine Form sieht, zum Beispiel ein Bildnis oder eine Statue oder einen Tanga, Bild, wenn man nur dadurch, dass man das sieht, soll man nicht in den niederen Bereichen wiedergeboren werden, sondern in den höheren Bereichen wiedergeboren werden. Oder dadurch, durch seine Mantren, zum Beispiel die Mantren des Tongdrol, das Sehen durch Befreien, das ist dieses Mantra, das man zum Beispiel über die Tür hängt. Dass auch diese Mantren sind von Chenresik, kommen von Chenresik, sind gesegnet durch die Wunschgebete von Chenresik. Auch dass man, wenn man diese sieht, nicht in den niederen Bereichen geboren wird,
sondern wiedergeboren wird in den höheren Bereichen. Wenn also die Buddhas solche Qualitäten besitzen, welche Verbindung haben wir dann zum Beispiel? Ja? Wie ist es dann möglich, dass wir zur Gottheit werden, wenn wir die Einweihung bekommen? Die Verbindung zwischen uns und den Gottheiten, den Buddhas, ist, dass wir die gleiche Ursache, die gleiche Basis haben, nämlich die Natur des Geistes ist gleich. Wir besitzen die Buddha-Natur, wir besitzen das Potenzial, die Buddhaschaft zu verwirklichen. So erhalten wir also die zur Reife bringende Einweihung. Dadurch können wir die Praxis machen und auch zu Buddha werden, zu Chenrezig oder zu dieser jeweiligen Gottheit der Einweihung werden. Denn die Basis, wie gesagt, ist das Gleiche. Die Buddha-Natur ist die gleiche. Es ist wie ein Stein, ein Edelstein, ein Juwel, das in einen normalen Stein eingeschlossen ist. Nur dadurch, dass man diesen Edelstein herausarbeitet, kann man ihn schleifen und dadurch kann er in seinem Licht erstrahlen. Die Buddhas sind herausgearbeitet und erscheinen, strahlen in ihrem Licht der vielfachen Qualitäten und Eigenschaften. Wir sind noch nicht in diesem Licht. Unser Edelstein muss erst aus dem Geist herausgearbeitet werden, nämlich die Buddha-Natur muss erst zur Reife gebracht werden. So ist es also, dass wir als erstes das Auge der Weisheit öffnen müssen. So brauchen wir also zum Beispiel die Einführung in die Natur des Geistes, indem wir erkennen, dass die Basis unseres Geistes und die Natur des Geistes aller Buddhas eins ist, nicht verschieden voneinander ist. Und so können wir dann praktizieren. Wir können also dann alle Unreinheiten, alle unreinen Wahrnehmungen transformieren. So transformieren wir dann die fünf Elemente in die fünf weiblichen Buddhas und die fünf Geistesgifte in die fünf männlichen Buddhas. So können wir alle Erscheinungen auch in reine Erscheinungen transformieren. Und so ist es also, dass wir jetzt wie eine geschlossene Blume sind, eine geschlossene Blüte, die gleichen Qualitäten einer offenen Blüte besitzt, nur eben noch nicht geöffnet ist. Und so ist es dann, dass die Einweihung in drei Teilen besteht, in Einweihung von erleuchteten Körper, erleuchteter Rede und erleuchteten ursprünglichen Weisheitsgeist. Wenn wir diese Einweihungen erhalten, erhalten wir selbst Freiheit, Selbstbestimmung über unseren Körper, Rede und Geist. Und wenn wir so Freiheit über Körper, Rede und Geist erhalten, können wir die drei Tore, Körper, Rede und Geist, eben in Heilsames verwandeln. Mm.
Und Rubuji möchte dieses Bild von Chen Resik verteilen, nicht nur, weil heute Chen Resik Einweihung ist. Dies ist eine sehr kostbare Chen Resik Statue, die zurzeit zu König Song Tsengambos, wie wir gehört haben, der eine Manifestation von Chen Resik selbst war, selbst entstanden ist. König Song Tsengambo brachte die Materialien zusammen und über Nacht erschuf sich diese Statue selbst. Und diese Statue ist also sehr alt. Sie wurde in der Kulturrevolution teilweise äußerlich zerstört, teilweise wurden die Gesichter abgeschlagen, die aber dann von den Leuten weggebracht wurden und versteckt wurden. Und im Jahr 1980 wurde dann also die alte Statue in diesem äußeren Mantel, den wir heute sehen können, wieder eingeschlossen. Also der Segen dieser Statue ist vollkommen da. Es ist eine der großen selbst entstandenen Statuen, die der fünf großen selbst entstandenen Statuen, die es in Tibet gibt. Und es ist also eine sehr, sehr kostbare Statue. Im selben Jahr, als diese Statue fertig war, kam Rumuji aus dem Gefängnis. Und so ist es dann, wird Rinpoche also als nächstes dann die Namen der Übertragungslinie vorlesen. Er muss dazu nichts erklären, er wird sie einfach vorlesen. Es reicht, wenn wir diese Namen hören. Als erstes werden es also Lamas, Meister aus Indien sein. Und dann wird die Übertragungslinie in Tibet weitergehen, mit tibetischen Meistern weitergehen. Rinpoche sagt, in seinem Kloster ist es so, dass also seit 800 Jahren wird ununterbrochen das Mani rezitiert, und dazu haben sie auch einige Gebetsmühlen, sehr alte, die eben auch seit dieser Zeit 24 Stunden ununterbrochen von mehreren Mönchen jeweils im Schichtwechsel gedreht werden und kontinuierlich Om Mani Padme Hum auch rezitiert wird. Dann von 59 an oder ein bisschen vorher, vielleicht war es so, dass die Chinesen kamen und die Gebetsmühlen versteckt wurden und also vergraben wurden, und dann 1980, als Rinpoche aus dem Gefängnis kam, wurden sie wieder herausgeholt aus ihrem Versteck, und seitdem besteht diese Tradition wieder weiter. Rinpoche sagt, er war zusammen mit seiner Gebetsmühle im Retreat, die Gebetsmühle unter der Erde, und er im Gefängnis. Rinpoche selbst hat diese Einweihung von Gonchok Thubten den Ningpo erhalten. Mhm.
Rinpoche sagt, so wird auch in diesen Texten, in der Übertragungslinie sind auch immer die Übersetzer mit erwähnt. Und Rinpoche sagt, es ist sehr wichtig, dass auch hier im Westen diese Tradition beginnt, die Übersetzer zu achten und auch zu respektieren. Rinpoche sagt, also die Übersetzer kommen dem Vajra-Meister gleich. Also man muss auch deswegen das Samaya mit dem Übersetzern einhalten. Und deswegen ist es, also man muss erkennen, dass ohne Übersetzer keinen Dharma gibt. Und deswegen muss auch hier die Tradition gestartet werden, dass man die Übersetzer allgemein als sehr gütig und ansieht und dass man sie respektiert. Rinpoche sagt als nächstes, nachdem wir uns also bewusst machen, dass die Buddhas jedes Mal, wenn eine Einweihung stattfindet, auch tatsächlich vor uns im Raum kommen, müssen wir zu diesen das Bittgebet sprechen, diese Ermächtigung zu erhalten. Und Rinpoche sagt, also ihr sollt mir nachsprechen, ihr sollt es auf Deutsch machen. Also ich versuche mein Bestes. Also ihr müsst mir nachsprechen. Verkörperung allwissender ursprünglicher Weisheit. Gewähre mir die Güte der Methode, die Samsara vollkommen zerstört. Verkörperung allwissender ursprünglicher Weisheit. Gewähre mir die Güte der Methode, die Samsara vollkommen zerstört. Verkörperung allwissender ursprünglicher Weisheit. Gewähre mir die Güte der Methode, die Samsara vollkommen zerstört. Und dann, wenn man also eine Einweihung nimmt, eine Ermächtigung nimmt, dann muss man auch sehr viele Versprechen ablegen, zum Beispiel die Zufluchtnahme, dass man bekennt alle Negativitäten, die man mit Körper, Sprache und Geist begangen hat. Man erfreut sich an allen Heilsamen und auch das müsst ihr jetzt nachsprechen, einmal nach mir nachsprechen. Ich nehme Zuflucht zu den drei Juwelen. Ich bekenne alle negativen Handlungen. Ich erfreue mich an dem Heilsamen aller Wesen. Ich halte das absolute Bodhicitta. Zum Buddha, zum Dharma und zur höchsten Versammlung nehme ich Zuflucht bis zur höchsten Erleuchtung. Zu meinem und zum Wohl aller Wesen entwickle ich Bodhicitta. Nachdem ich Bodhicitta entwickelt habe, werde ich alle Wesen als meine Gäste betrachten. Und indem ich so die wunderbaren Handlungen der Bodhisattvas ausübe, möge ich zum Wohle aller Wesen die Erleuchtung erlangen. Und so, nachdem wir also so die Versprechen abgelegt haben, Zuflucht genommen und Bodhicitta entwickelt haben,
sind wir ein geeignetes Gefäß, um den Segen der Einweihung zu erhalten. So erhalten wir also den Segen des Körpers, der Rede und des Geistes. Das heißt, dass wir also unser Körper, unsere Rede, unseren Geist den Buddhas ähnlich machen und dadurch den Segen, die Körperrede und Geist der Buddhas in unsere Körperrede und Geist auch eintreten. Und so müssen wir auch diese jeweiligen Einweihungen jeweils wieder erbitten, und so müssen wir jetzt Rinpoche nachsprechen. Lopan Gong Se Sol Gong Se Sol Da La Da La Chom Den De Chom Den De Pak Ba Pak Ba Jin Re Se Sen Re Se Yik Ge He Ge Chok Me Chok Me Ko Song Ko Song Tok Che Tok Che Ji Se Che Su Nong Wa Nong Wa Zal Te Sol Zal Te Sol Da La Da La Pak Ba Pak Ba Jin Re Ten re, zeke, zeke, go song, toke, toke, jiso, jiso, nongwa, nongwa, zal to sol, da la, da la, jom den de, pak ba, jin re zek, go song, go song, toke, toke, jiso, jiso, nongwa, nongwa, zal to sol, zal to sol, doje, doje, zemba, zemba, gong so sol, gong so sol, dani, dani, rola, rola, pin dun te, pin dun du, zo chin, zo chin, chula, chula, sol deb ji, sol deb ji, cha je, cha je, yi shi, yi shi, ji to sol, ji to sol, cha je, cha ke, yi shi, yi shi, ji to sol, ji to sol, cha je, cha je, yi shi, yi shi, ji to sol, ji to sol. 你 da go song to the toma go yin on it. You know, go go na, then the dadang you go taka the genius of go, and you nakasau, then the tongue go, consistent. Then you make some halam, they patched the charge with any consona, you might add make some the halam, they younger, no longer. Then you take up all the same as long as any one, not mambo, didn't it? All the things that are sub to sub and 가운데 티티랑 샘르터지 랑 샘디 메롱다오리 이는 거카레 티니 대샬로리 대샤트는 되게 마음껏 시디 샘디 지니르 거는 게 좀도 도로 님반는 게 통고 지보자 토예라 르그라 왕이 봐라 또 공고래 티티 저는 또 몸투고 말에 랑그지 님 누구 세운 자만은 게 티니 니 시가보디 로는 게 어 So ist es also dann, dass als erstes kommt die Einweihung, die Ermächtigung des erleuchteten Körpers von Chenresik. Wenn wir uns selbst als Chenresik hervorbringen, erzeugen, dann ist es am besten, wenn wir ein Bild von Chenresik nehmen und wir betrachten dieses Bild immer wieder und immer wieder. Und wenn wir das machen, eine Woche lang auch immer wieder betrachten, unsere Augen schließen und so, werden wir nach einer Woche merken, dass das Bild von Chenresik auch sehr klar, ziemlich klar in unserem Geist erscheint. Und so können wir dann betrachten, wo ist dieses Bild von Chenresik? Dieses Bild ist nicht in meinen Augen, sondern es ist in meinem Geist erscheint dieses Bild von Chenresik. Das heißt, der Geist ist wie ein leerer Spiegel, wo immer wir diesen Geist hinrichten, den leeren Spiegel des Geistes hinrichten, auf was immer wir ihn ausrichten, das erscheint in diesem Geist. So ist es also, dass wir, wenn wir Chenresik so in unserem Geist erscheint, dann ist der Geist Chenresik. So können wir also in der Zukunft, wenn wir diesen Körper ablegen, müssen wir ein altes Kleid tatsächlich in der Form von Chenresik erscheinen. Heute ist es so, dann während der Einweihung sollten wir uns auch als Chenresik visualisieren. Wenn wir das jetzt nicht können, dann können wir uns vorstellen, dass unser Körper transparent und leer ist, und in der Höhe des Herzzentrums befindet sich diese weiße Silbe Hri, in der Natur von sehr kräftigen strahlenden Licht, so kräftig strahlen, dass es alle drei Welten erfüllt, dieses Licht. Und darauf müssen wir uns diese Silbe Hri, die wir uns auch in unseren Buchstaben vorstellen können, zum Beispiel als H-R-I, Hri, in unserem Herzen, darauf müssen wir uns unabgelenkt konzentrieren. Sendo não, sendo com metona guia de pena. Sendo cá, cheio de uma pena.
화장 대바 침보는 선합 침보 용거래 되나 선합 집한테 가래를 되나 기능이 쇠와 되려면 그래야 되나 쇠남 되는 것은 쇠남 집은 남이 쇠남 되는 쇠와래 이런 왕들이 쇠사건을 해보면 되니지나 대바 치는 카침보 용거래요 맨날 그 오만 망하던 저 그래야 이런 것은 생긴다 지다 다 당주 이치 대바 충충마도 요만 카충충마도 오면 왕탱만 되는 되니 선합 대자 대달라면 민중마 선배 지금 이는 쇠와요 차용 거래 사람은 이제 제발 이렇게 해도 제발 모래 이제 대받치 충분히 생각하는 게 무효래. Wichtig ist es also bei jeder Einweihung, bei jedweder Einweihung, dass man unabgelenkt ist. Das ist auch der Sinn der Praxis der Erzeugungsstufe, der wenn man sich selbst als Gottheit erzeugt, hervorbringt, dass man unabgelenkt ist, dass der Geist nicht nach außen geht, sondern bei sich selbst bleibt bei der Visualisation. Denn der Geist ist wie eine Blume und diese Blume müssen wir öffnen, damit das Wasser des Segens in diese Blume eintreten können. Wenn die Blume ein bisschen geöffnet ist, so können wir ein bisschen Segen erhalten. Wenn sie ganz geöffnet ist, können wir den Segen vollständig öffnen. Was diese Blume des Geistes öffnet, das ist die Hingabe. Die Hingabe und das Vertrauen, das öffnet die Blume des Geistes und so können wir den Segen von Chandresik erhalten. Wenn wir jetzt, da wir noch sehr wenig Hingabe haben, und uns anstrengen müssen, Hingabe zu entwickeln, werden wir ein bisschen des Segens erhalten. Wenn wir aber mehr und mehr Einweihung nehmen, werden wir mehr und mehr Segen der Einweihung erhalten. Und so werden wir eines Tages merken, dass wir mehr Liebe in unserem Geist entwickelt haben. Und das ist der eigentliche Segen jedweder Einweihung, speziell auch hier jetzt von Chandresik, die Liebe. Denn Chandresik ist in der Natur von großer Liebe und großem Mitgefühl. Rumilche sagt, es mag sein, ja, dass wenn man in einer Einweihung ist, dass der Lama, der die Einweihung gibt, vielleicht besser ist oder schlechter, je nachdem. Aber wichtiger hier ist die Hingabe des Schülers, denn die Liebe der Buddhas, in diesem Fall jetzt Chandresik, ist immer gegenwärtig und ist unabhängig von dem Lama. Wichtig ist unsere Hingabe. Je mehr Hingabe wir an Chandresik haben, desto mehr werden wir seinen Segen, sprich die Liebe und das Mitgefühl in unserem Geist empfangen. So sagt Rinpoche, heute habt ihr leider keinen guten Lama hier, der euch die Einweihung gibt, aber ihr könnt ja trotzdem noch eure Hingabe erzeugen und dann werdet ihr trotzdem den Segen von Chandresik erhalten. So ist es also jetzt wichtig, dass ihr jetzt konzentriert seid auf die Silbe Ri und euch vorstellt, dass in der Raum sich anfüllt mit unzähligen kleinen Formen von Chandresiks, die herabkommen, wie die Staubteilchen schweben in einem Sonnenstrahl oder wie Regen herabkommen und mit uns und der Silbe Ri verschmelzen. So erscheinen sie, in ihrer Erscheinung sind sie also Chandresiks, aber die letztendliche Bedeutung ist, dass es Liebe, große Liebe und großes Mitgefühl ist. So ist es also wichtig, dass ihr auch kontinuierlich Liebe und Mitgefühl meditiert, aber auch jetzt speziell euren Ärger, eure Wut beiseite legt und nur euch auf Liebe und Mitgefühl konzentriert. Und so kann auch die Liebe von Chandresik, die erleuchtete Liebe und das erleuchtete Mitgefühl von Chandresik in euren Geist eintreten. Und diesen Hut, den Rinpoche sich aufsetzt, ist ein Hut, der von Chögyam Sumgön gesegnet wurde, der von ihm auch in einer reinen Sichtweise so empfangen wurde. Und darin befindet sich also der Segen der Übertragungslinie aller Kagyu-Meister in der Mitte, in dem Juwel. Und das Juwel ist auch der Buddha. Und auf der Seite die
zwei Zeichen, Ornamente sind Dharma und Sangha, so sind auch, ist in diesem Hut also der Segen und die Verwirklichungen aller Kagyu-Meister, Linienmeister enthalten und auch der Segen aller Juwelen Buddha, Dharma und Sangha enthalten. ཤེས་ཀ་པོ་ལ་བོང་དེ་སེམས་ཅན་ཐམ་ཅེས་ཐོམ་མ་མེ་པ་ན་ཟ་བའི་ཉུང་མོ་བེ་ཐོམ་མ་ལུ་པ་ཇང་ཚན་དེ་ཐམ་ཡོང་དེ་ཅར་བ་ལ་རོ་མ་ན་ཀེ་ཅིག་གེ་ཅིག་དེ་བང་དོ་གོང་དོ་ཀ་པོ་ཅ་ཅེ་སེ་ཡ་བ་སེ་ཡོང་བེ་མ་ཡེ་དམ་རེ་སེ་ཡེ་ཉ་ཐོ་ཀ་ཐམ་མོ་ཇ་བ་བ་མ་མེ་ཇ་ར་བེ་ཅེ་བེ་ཅེ་དེ་ཡེ་ཟོ་སེ་ན་བ་ཟན
Yim yoga to Mazo, Nia, Tawasunga, Dandar Boji, Jimba Sembe, Jimbo Runga, Koba, Umma, Sakan, Beza, Sato, Honga, Ba, Sarada, Sato, Alala, Ho, Tedaga. Nga-ta-wa-ong-ga-ban-de-ba-a-ma-bo-nyi-ga-ho-ng-bo-de-san-de-ba-yi-je-san-ba-ta-na-wa-ng-ga-la-ya-na-ba-ta-ja-na-wa-jin-ra-wa-ng-be-ta-ba-ga-m-ga-de-ta-so-wa-wa-ng-be-ta-ta-ba-m-ga-de-ta-so-wa-wa-ng-be-ta-a-lo-ga-da-de-ta-so-wa-wa-ng-be-ta-ng-ga-de-ta-de-ta-so-wa-wa-ng-be-ta-ng-de-ve-de-ta-de-ta-ya Song Joe, Jinjang, Amazawada dying, got a beggar, got his Maya,
Kireye home da va da 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 bebe gare zamaya Kireye home. Und das Seka der Dong, Seka den Gola da die Lobbore, Ede. Wenn ihr nachher das Vasenwasser bekommt, dann stellt euch vor, also dann trinkt nur die Hälfte davon und den Rest legt also auf euren Scheitel und stellt euch vor, dass euer Körper dadurch mit Weisheitsnektar angefüllt wird. So stellt euch also vor, es ist ein gutes Zeichen dafür, dass aller Segen durch die Kronenöffnung durch den Zentralkanal in euren Körper, in euren Geist eindringen kann. So stellt ihr also vor, dass der Nektar euren Körper anfüllt und nach oben hin ausfließt und der überfließende Nektar zu Buddha Amitabha wird und die umgeben von den 5 Buddha-Familien. Denn die gehen, da lässt ihn nicht nieder da. Die Lüle sei gut, wann die Lüge wann kommen. Rangung bin, lange tatte Lünde. Denn die Drohnen waren an die Rebelle, lange sind das Leib voll zu Jore. Die Simpli kam zum Simpli, Tamsi, das Simpli, der Simpli wurde Sanji Jere. Oder Gang, Wummler, der Junge, Simpli, Zucker, Gang, ihr Mare. Der Simpli, Tamsi, Simpli, lange Simpli, Jetipare, der Kine. So ist es also dadurch, dass wir die Buddha-Natur haben, das heißt diese leere, spiegelgleiche Natur des Geistes, ist es möglich, dass wir ihn, unseren Geist, in der Form der Gottheit, in diesem Fall Chandrasik, hervorbringen, bedeckt von diesen alten Kleidung dieses Körpers, doch der Geist erscheint in der Form von Chandrasik. So ist es auch, dass alle Wesen die Natur des Geistes besitzen und auch für sie ist es deswegen möglich, dass wir sie als Gottheiten hervorbringen. So sollten wir also eine reine Sichtweise hervorbringen, indem wir alle Wesen in der Natur von Gottheiten sehen und auch die sie umgebende Umwelt als in der Natur von Gottheiten, als einen reinen Palast ansehen. Wenn wir so reine Wahrnehmung besitzen, so sind wir frei von Festhalten, von Greifen, von Anhaftung und Abneigung. Und wenn wir so frei von Anhaftung und Abneigung sind in unserem Geist, dann ist es auch möglich, dass wir tatsächlich in der Form als von Gottheit, einer Gottheit erscheinen. Das heißt also, dadurch, dass wir diese Einweihung des erleuchteten Körpers erlangt haben, haben wir unzählig viele Negativitäten auf der Basis, die wir auf der Basis des Körpers angesammelt haben, beseitigt, bereinigt. Denn es ist so, die Wurzel für all diese Negativitäten liegt in unserem Geist. Das sind die Verblendungen. Aufgrund dieser Verblendungen von Anhaftung und Abneigung eben wieder aufgrund von Anhaftung und Abneigung ist es so, dass wir diese unheilsamen Handlungen, diese negativen Handlungen des Körpers ansammeln. Und diese negativen Handlungen bleiben als Eindrücke in unserem Geist zurück. So erfahren wir auf der Basis des Körpers alle möglichen Leiden und Schwierigkeiten. Und diese Eindrücke im Geist, diese Verblendungen haben wir damit bereinigt und somit alle Verdunklungen, Verunreinigungen des Körpers. Mm-hmm.
um dann die Visualisation, die hervorbringen von uns selbst als Gottheit, zu stärken, zu klären, klarer zu machen, ist es auch wichtig, dass wir das Mantra rezitieren, dass wir auch die Einweihung der erleuchteten Rede erhalten. Denn es ist auch so, dass wir ständig Anhaftung und Abneigung gegenüber der Rede hören, haben, gegenüber Klänge, die wir hören. Wenn uns jemand lobt, dann entwickeln wir Anhaftung an diese Klänge. Wenn uns jemand kritisiert, entwickeln wir Abneigung gegenüber dieser Kritik, dieser Rede. So ist es auch, dass wir diese Eindrücke, diese negativen Eindrücke des Greifens und dadurch des Entwickelns von Anhaftung und Abneigung gegenüber der Rede bereinigen, indem wir die Einweihung der Rede erhalten. Und wenn wir die Einweihung der Rede erhalten haben, müssen wir dann das Mantra auch rezitieren. So können wir uns also vorstellen, dass die Hervorbringung von uns selbst als Gottheit, die Meditation über uns selbst als Gottheit, wie Feuer ist, und die Rezitation des Mantras ist wie die Luft. Das heißt, wenn viel Luft da ist, wenn man in das Feuer bläst, wird dieses Feuer größer. So ist es auch mit der Visualisation, mit der Hervorbringung von sich selbst als Gottheit. Wenn man alles in Mantra, alle Klänge in Mantra transformiert und das Mantra rezitiert, dann wird auch die Hervorbringung von der Gottheit klarer und stärker. Doje. Doje. Zemba. Zemba. Gong se sol. Gong se sol. Dani. Dani. Rola. Rola. Pin dun zhe. Pin dun zhe. Ma ji. Ma ji. Wang gur. Wang gur. Yi shi che. Yi shi che. Ngu chup. Ngu chup. Derwa. Derwa. Da la zol. Da la zol. Ngu chup. Ngu chup. Derwa, derwa, da la zor, da la zor, ngu zhup, derwa, derwa, da la zor, da la zor. 나가 농자가다 되니 나가 니가나 이게 쉽다고도 살아. 이 오만의 뱀이 홍제 뛰어라 쉬어. 되니 주소는 니가는 쉬 쉽다고도 해요. 이거 가능한 오만의 뱀을 뱀이 미리 잠깐은 좋아. 니마고 저는 이래. 이 소소가 많은 지지지 로우가니 아베 가능이 좀 힘가라 미리 통화 갖고 이리 소소사 근데 라는 힘가나 같으니 기만 로유지니 주답바 이 오만의 뱀에 홍 어디에 답바리 여기서 차홈이 이게 다 랑디와나 이제 이제 가설 때문에 원고 나비때문에 So stellen wir uns also vor jetzt, dass im Herzen des Vatschameisters von Rumuche, der in der Form von Shinresig erscheint, auf einer Mondscheibe befindet sich die Silbe Re im Zentrum, umgeben von den Mantrasilben Om Mani Padme Hum. Und wenn wir jetzt die Übertragung des Mantras erhalten, das heißt, wenn wir das Mantra nachsprechen, stellen wir uns vor, dass eine wie eine Mantrakette aus dem Mund von Rinpoche hervorkommt. Und für jede Person also eine Mantrakette, die in unseren Chenresigs Mund eingeht, und in unserem Chenresigs Herzen befindet sich eine Mondscheibe im Zentrum darauf, die weiße Silbe Hri auch, und so kommen diese Mantrasilben durch unser Mund in unser Herzen und ordnen sich um die Silbe Hri gegen den Uhrzeigersinn um die Silbe Hri an. Und so stellen wir uns dann vor, also meditieren wir, dass diese Mantrasilben und das Om Mani Padme Hum zusammen mit der Silbe Hri im Zentrum unseres Herzens dort fest verweilen, und wir sollten niemals getrennt davon sein, von dieser Achtsamkeit, von diesem Gewahrsein, dass das Mantra in unserem Herzen verweilt. Om Mani Padme Hum. 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 Om Mani Padme Hum.
존디 존넨 나기 나기 송라기 송라기 나라 나라 니월 니월 제도솔 제도솔 좀니들라들라제 언들라고와제도도 가장거라다도 저조대바제도 절레조바제도저저다디라베다야소와 Jadi semua ngah kau angge bela tata ngah gede pasi pasi ngah lagi ni cadang tu pasi mesti orang ni bela. Oh, jadi di dembal ni ni cakap dembal ni ni orang ni ni mana? Jadi ni cakap ni orang ni. Tela dembal mardi ni kau tu kari dan sosola. Ya kari dia lama, cuci lagi ya boleh na, cuci ni badi na, ya boleh dia lalu pintu orang mana? Lagi cuci ni orang ni mana? Cuma zaman tu ni nak cakap. Nibadiri labde nibayoma, kotong nibari madoda chibe. Jenna dadundi diga tobati, nevachene. Dakang dana simbi zinni mare pena. Mizidini, tamtona nyumoba chibe kari yagala kuri doga chibe yulpena. Kari imba penati, seno mazongne, samti nga imba adi. Nilaga pa penatini, zinchama laso bang. Tena chul kari labson tira. Dili tira nga latini, simbi tene chadang ma chibe. So ist es also dadurch, dass wir die Ermächtigung der Rede erhalten haben, der erleuchteten Rede erhalten haben, ist es, haben wir alle Verdunklungen, Verunreinigungen auf der Basis der Rede beseitigt. Das heißt auch, das Festhalten und Greifen nach wahrhafter Existenz von Klängen, von Worten, die wir hören. Denn gewöhnlicherweise ist es eben so, dass wir, wenn jemand etwas zu uns sagt, dass wir diese Dinge für wahrhaft existent halten und sie nach ihnen greifen und dadurch Anhaftung und Abneigung entwickeln. So ist es also, wenn jemand etwas Angenehmes zu uns sagt, dann sollte man selbst wissen, ja, wenn uns jemand lobt, sollte man selbst wissen, welche Fehler und welche Qualitäten man hat. Wenn man die Fehler kennt, dann sollte man also diese Worte einfach nur hören, aber nichts danach geben und jetzt plötzlich denken, weil man gelobt wurde, ah, man ist so gut. Genauso ist es mit Kritik. Jeder muss selbst seine Qualitäten kennen, die wir besitzen. Und so, wenn uns jemand kritisiert, dann können wir diese Kritik einfach annehmen, ohne dass wir sie festhalten und als wahrhaft existent entwickeln und dadurch Abneigung oder Wut entwickeln. Denn wir selbst wissen unsere Qualitäten und unsere Fehler. Das heißt also, dass wir, was immer wir hören, was immer jemand zu uns sagt, zum einen nicht nutzen, um Anhaftung oder Abneigung zu entwickeln, zum anderen auch selbst keine negative Rede, wie Lügen, zwietrachtsähende Rede oder scharfe Worte, verletzende Worte, dass wir selbst auch so etwas nicht mehr benutzen von jetzt an. Und so ist es dann, dass die Kraft des Mantras auch etwas sehr Großes ist, sehr viele Aktivitäten erfüllt wird durch das Mantra, durch die Mantra-Rezitation. So ist es dadurch, dass mit jedem Mantra, das wir rezitieren, egal welcher Gottheit, wird auch eine Gottheit manifestiert. So ist also das Mantra die Gottheit in Klang. So ist es also, jedes Om Mani Padme Hum selbst ist ein Chen Resik. Das hilft also sehr vielen Wesen im Leben, aber auch im Tod. Auch für einen selbst ist es sehr wichtig, Om Mani Padme Hum zu rezitieren im Leben und auch für den Tod und für das nächste Leben. So hilft es uns also in dem Sinn, das Wohlergehen aller anderen Wesen und auch unser eigenes Wohlergehen zu erfüllen, wenn wir das Om Mani Padme Hum rezitieren. Es hilft uns auch, dass wir, wenn wir Opfergaben darbringen, stellen wir uns vor, dass wir das Om Mani Padme Hum als Opfergabe darbringen. Wir stellen uns vor, dass jedes Om Mani Padme Hum auch sich transformiert in eine Opfergabe für die Buddhas, für die Bodhisattvas.
Und man kann eben kann sich auch vorstellen, wirklich allen Wesen zu helfen, indem wir uns vorstellen, dass während der Mantra-Rezitation zum Beispiel durch unsere beiden Nasenlöcher viele unzählige Myriaden von Zenresics und Taras zum Beispiel ausgehen und so für das Wohlergehen der Wesen wirken, in die Wesen eindringen, verschmelzen mit dem Wesen und dadurch ihr Leiden und die Ursachen ihres Leidens beseitigen und ihnen Glück bringen und die Ursachen des Glücks bringen. Und als nächstes sprechen wir also wieder ein Bittgebet, um die Ermächtigung des ursprünglichen Weisheitsgeistes zu erhalten. Denn es ist so, dass wir sprechen von Klarheit, Leerheit der körperlichen Erscheinung des erleuchteten Körpers, von klarer Hörbarkeit, Leerheit der Rede. Das heißt, dass wir keinerlei Anhaftung und Abneigung gegenüber Formen, die wir wahrnehmen, gegenüber Klängen, Rede, die wir hören, Lob und Kritik, die wir vernehmen, entwickeln, dass wir sie erkennen, zwar als klar hörbar zum Beispiel, aber doch leer in ihrer Erscheinung, dass wir alle Dinge, was immer wir sehen, ist klar wahrnehmbar, es erscheint, aber doch ist es leer. Das heißt also, der Ursprung von all dem, damit wir das erzeugen können, ist der Geist selbst. So müssen wir also jetzt die Einweihung der ursprünglichen Natur des ursprünglichen Weisheitsgeistes erhalten. Das heißt, wir müssen selbst die Natur des Geistes selbst erkennen. Denn die Natur des Geistes selbst ist Buddha. Wenn wir diese Buddhaschaft, diese Natur des Geistes, diese Buddha-Natur im Geist erkennen und darin verweilen können, kontinuierlich verweilen können, in dieser gedankenlosen, gedankenfreien Natur des Geistes verweilen können, dann werden wir zu Buddha. Das heißt also, das ist dann auch die Bedeutung von Mahamudra, von Dzogchen oder von Shamatha und Lhagtung. Das heißt, man kann ihr hunderte von Namen geben, aber es gibt nur eine Basis, eine Natur des Geistes. In allen Wesen gibt es nur eine Natur des Geistes. So heißt es im Dzogchen auch, in sich selbst muss man die Natur des Geistes erkennen. Und wenn man sie erkannt hat, muss man darüber auch meditieren. Es hilft nichts, nur sie erkannt zu haben, sondern man muss auch versuchen, darin verweilen zu können. Und so erlangen wir dann die Verwirklichung von Mahamudra, die Verwirklichung von Dzogchen und so weiter. Und das Bittgebet, das wir sprechen, das heißt also so viel wie großer, furchtloser Vajra-Held, unzerstörbarer Held. Das heißt also, Held hier, furchtloser Held, bedeutet, diese Person, ja, hier beten wir also jetzt zum Vajra-Meister, zu Rinpoche, dass diese Person nicht von den Verblendungen
beeinflusst oder bezwungen werden kann. Wir können die ganze Welt vernichten mit allen Waffen, die wir besitzen. Die Verblendungen im Geist der Wesen können wir aber dadurch nicht vernichten. So ist es also, dass ein Held, ein furchtloser Held, durch den Vajra-Geist, durch die Verwirklichung der Natur des Geistes, diese Verblendungen vernichten kann. So ist er also ein großer, furchtloser Held, der die Vajra-gleiche Natur des Geistes besitzt. Und so bitten wir ihn, dass er uns, auch uns, die Natur des Vajra-Halters, Vajra-Dara, sprich die Natur des Geistes, gewährt. Und so ist, beten wir auch, gewähre uns die höchste Konzentration, den höchsten Geist der höchsten Konzentration. Das heißt also hier Konzentration, dass man also nicht, dass der Geist nicht beeinflusst werden kann von den Verblendungen, nicht abgebracht werden kann von den Verblendungen. Und das Höchste hier ist dieses gewöhnliche Bewusstsein selbst, das uns da sich selber bewusst ist, das erkennt, jetzt entsteht ein Gedanke, jetzt entsteht kein Gedanke. Dieses gewöhnliche Bewusstsein ist es, dass wir dessen Natur wir erkennen müssen, so sagt es Milarepa. Wenn wir die Natur dieses gewöhnlichen Bewusstseins nicht erkennen, dann folgt es den Verblendungen und wird wieder und wieder in Samsara wiedergeboren. Wenn wir aber die Natur dieses gewöhnlichen Bewusstseins erkennen, dann entsteht kein Karma mehr, wir können die Verblendung beseitigen und wir werden die Buddhaschaft so erlangen. So müssen wir also jetzt, nachdem wir das Gebet gesprochen haben, müssen wir uns auf die Silbe Hri konzentrieren und versuchen, unabgelenkt darauf zu verweilen, darin zu verweilen. Doje, Doje, Zemba, Zemba, Gong So Sol, Gong So Sol, Da Ne, Da Ne, Ro La, Ro La, Pin Dong Te, Ba Wo, Ba Wo, Doje, Doje, Lop Peng Chi, Lop Peng Chi, Lom Cho, Lom Cho, Ding Zin, Ding Zin, Chi Te Sol, Ke Te Sol, Lom Cho, Lom Cho, Ding Zin, Ding Zin, Chi to sol, Ke to sol, Lom cho, Lom cho, Ding zi, Ding zi, Chi to sol, Ke to sol. Lobo la za wa da wa za wa la wa ndo an de je la ya to ka bo tu ju ka ne de je la ya ne to ba bu po ga da je ba da me la ra ga da wa da ka re sa wa sa te je na ba so ba da me ba so ho ma la za wa le ga yi zu ma da be long me le ga yi zu da han la ba ba chi ne zo wa zo go ko song to ye me de je ba po lo ni ke sa la dar je te ge zu la nya ba yo zo ji Yamala Jeva Dori Jela Sovande Su Yamala Jeva Dori Jela Sovande Su Yamala Jeva Dori Jela Sovande Su Yamala Jeva Dori Jela
你先给我们往同的平板搞来有来的，就觉得那个什么吃大吃点那边呢，先给那个，就那有点也有来，人品一路，三分之上就先点，他说大了来，上就听着人不去，你这把身体，你别闹大了来，这你今天呢，工作上，啊，接到哪说吧，你有没把头给卷来，头不能，这他们就无声说了，哦，来干嘛接呢？ So ist das also der Nutzen, der daraus entsteht, wenn wir die Natur des Geistes erkennen, ist, dass wir die Qualitäten und die Fehler des Geistes erkennen. So erkennen wir, die Qualitäten sind Liebe, Mitgefühl, Bodhicitta, das Relative und das Absolute Bodhicitta. Und das sind die Qualitäten, die wir erzeugen müssen. Die Fehler, die Unzulänglichkeiten, das sind die Verblendungen, die sechs Geistesgifte, oder die fünf Geistesgifte im Geist, wie Anhaftung, Ärger, Unwissenheit, Stolz, Geiz, Neid und so weiter. All diese Geistesgifte sind die Ursachen, die uns wieder in Samsara Wiedergeburt annehmen lassen. Diese müssen wir erkennen, als fehlerhaft erkennen und dann kontinuierlich in unserem Gewahrsein verweilen und diese Verblendungen beseitigen. So ist es also, dass dadurch, dass wir jetzt so meditiert haben, diese Einweihung des erleuchteten Weisheitsgeistes erhalten haben, werden unzählig viele Äonen von negativem Karma, negativen Eindrücken im Geist und Verdunklungen des Geistes bereinigt. Denn alles Leiden, was wir normalerweise erfahren, geschieht durch unsere Gedanken, durch unsere Verblendungen, die selbst Gedanken sind. So ist es, wenn zum Beispiel Wut entsteht, so ist die Wut das, was uns Leiden bringt in Zukunft, was uns Leiden jetzt bringt und was uns auch immer Wut in, was uns auch immer Leiden in der Vergangenheit gebracht hat. So ist es also dadurch, dass wir, wenn wir diese Wut einfach betrachten von der Natur des Geistes aus, ohne ihr nachzufolgen, wird sie sich einfach auflösen in die Natur des Geistes selbst hinein. Und so wird keine Ursache aus dieser Wut, keine Auswirkung entstehen von dieser Wut. So reinigt sie die Negativitäten der drei Zeiten, die Leiden der drei Zeiten werden so gereinigt. So ist es mit allen Verblendungen, allen Gedanken. Wenn wir diesen nicht nachfolgen, sondern sie nur betrachten, so werden wir die Leiden und die Verdunklungen, Verunreinigungen des Geistes vollkommen beseitigen können. So. Also Gom Drumche jetzt und gibt euch also das Vasenwasser und wie gesagt, die Hälfte davon trinkt ihr und den Rest auf das Scheitel, auf den Scheitel. Punkt. Oh.
그러면 이제 Ihr müsst jetzt mir wieder nachsprechen. Alle Buddhas und Bodhisattvas, die in den zehn Richtungen verweilen. Bitte hört mich an. Meister, bitte hör mich an. Von jetzt an bis zur vollkommenen Erleuchtung werde ich mit dem Namen, euren Namen sagen, Markus, mit euren Namen sagen, ja, die Gottheit, den edlen Genresik, als meinen Jidam und Beschützer praktizieren. Und ich werde so viele Mantras, wie ich kann, täglich rezitieren. So ist es also, als nächstes müssen wir ein Mandala darbringen, und so ist es also bei jedem Mandala, wenn wir ein Mandala darbringen, dass wir nicht nur jetzt ein Reis darbringen oder irgendwelche Opfergaben, die wir auf dem Altar stellen, sondern was immer wir sehen an kostbaren Dingen, was immer in unseren Geist an kostbaren Dingen kommt, was immer an Objekten, die wir schön finden, liebenswert finden, in unseren Geist kommt, die wir sehen, sollten wir darbringen. Das heißt, wenn wir an unsere Kinder, an unsere Partner, an unsere Familie denken und wir merken, dass wir sehr große Liebe für sie haben, sollten wir sie sofort den drei Juwelen darbringen. Sollten wir vorstellen, all das bringe ich den drei Juwelen da.
Wenn wir so kontinuierlich Opfergaben darbringen und Liebe speziell auch für unsere Eltern und für alle Wesen, die unsere Eltern waren, entwickeln, dann können wir das Ich an die Inner-Ich-Anhaftung überwinden. Denn generell denken wir, alles das ist mein, ich möchte das. Ja. Wenn wir aber denken, all das bringe ich den drei Juwelen da, dann durchschneiden wir diese Ich-Anhaftung, die Ursache allen Leidens ist, und wir können das nicht selbst verwirklichen und so die Ursache allen Glücks erlangen. Wenn wir also auch deswegen, weil wenn wir sterben, das Einzige, was wir mitnehmen können, das ist das wunscherfüllende Juwel der Liebe, die in unserem Geist ist. Was immer wir an Besitz, an Reichtum, an Freunden und so weiter haben, selbst diesen eigenen Körper können wir nicht mitnehmen. So ist es also nur die Liebe, die wir mitnehmen können. Wenn wir dann sterben morgen und so immer alles dargebracht haben, werden wir keinerlei Anhaftung an die Dinge dieses Lebens haben, weil wir sagen, all das gehört den drei Juwelen. Ich kann also beruhigt gehen, denn die drei Juwelen werden auf ihren Besitz aufpassen. So kann ich also alles loslassen und beruhigt sterben. So wird man auch mit einem leichten Geist, mit Liebe im Geist sterben können. Oh,
Und so nachdem wir also die Einweihung erhalten haben von Körper, Rede und Geist, müssen wir auch die Samayas, die Gelübde von Körper, Rede und Geist einhalten. Das heißt, dass wir negative Handlungen von Körper, Rede und Geist aufgeben, dass wir heilsame Handlungen praktizieren, dass wir speziell auch versuchen, die Verblendungen, die negativen Gedanken im Geist zu beseitigen, dass wir denen nicht nachfolgen und mit Körper und Rede aufgrund dieser Verblendung im Geist keine negativen Handlungen ausüben, sondern heilsame Handlungen im Geist entwickeln, indem wir Liebe und Mitgefühl, also das relative Bodhicitta im Geist entwickeln und dadurch dann auch heilsame Handlungen von Körper und Rede ausführen. Das wäre auch das Samaya des relativen Bodhicittas. Und das Samaya des absoluten Bodhicittas wäre auch das ursprüngliche Gewahrsein, das Gewahrsein aufrechtzuerhalten, Achtsamkeit und Gewahrsein sich selbst gegenüber, seinem Geist selbst gegenüber zu bewahren, das wäre das absolute Samaya. Und dann machen wir jetzt das Ritual der Zufluchtnahme, also diejenigen, die Zuflucht nehmen wollen, sollen bitte vorkommen. Und die anderen können auch ruhig rausgehen jetzt und Pause machen. Ja. Also die jetzt neue Zuflucht nehmen wollen, dürfen. Wer will denn alle Zuflucht nehmen? Hebt doch mal eure Hand, oder? Ja, dann kommt doch mal vor. Und gehen vielleicht die anderen noch hinter oder auch raus, ist überhaupt kein Problem. Ihr könnt euch einfach auch hinsetzen und entspannen. Ja. Also ihr dürft auch gehen, ja, wenn ihr jetzt fertig seid und keine Zuflucht nehmt, dann seid ihr auch fertig. Könnt ihr euch aber auch nur hintersetzen und einfach ausruhen. Setzt dich. Nachher dann. Und so ist es dann, also wenn wir Zuflucht nehmen, wenn wir sagen, ich gehe um Zuflucht, ich gehe zur Zuflucht, dann heißt es, dass wir nehmen Zuflucht vor den Leiden des Samsaras allgemein und auch speziell der drei Bereiche. Und wenn wir sagen, wir gehen, dann heißt es, wir gehen auf den Pfad, der uns dahin führt, zu dieser Zuflucht, zu diesem Freisein von Leiden, Freisein von Samsara. Und das Objekt der Zuflucht, das sind die drei Juwelen, so ist es der Buddha, der vollkommen frei ist, selbst von allen Leiden, der die 10 Kräfte und Macht besitzt, das Wohlergehen der Wesen herbeizuführen. Das von ihm gelehrte Dharma, das sind die Lehren, das ist der eigentliche Pfad, der uns zum Schutz bringt, der uns schützt vor den Leiden, das ist Liebe und Mitgefühl. Und zu den Praktizierenden, die auf diesem Pfad sich befinden, die Liebe und Mitgefühl entwickelt haben, dadurch heilsame Handlungen praktizieren, negative Handlungen aufgeben, das wäre dann die Sangha. Wenn
Das heißt also, der Buddha ist der Lehrer, das ist die Zuflucht, der die eigentliche Zuflucht des Dharma lehrt, weil er selbst vollkommen frei ist von allen Leiden, die vollkommene Weisheit erlangt hat. Und das Dharma ist eben hauptsächlich Liebe und Mitgefühl. Das heißt auch, dass wir keine Ärger für andere entwickeln, dass wir Geduld praktizieren, dass wir aufgeben, anderen Schaden zuzufügen und alles tun, anderen hilfreich zu sein. Das ist das Dharma, zu dem wir Zuflucht nehmen, das wir dann auch selbst praktizieren müssen. Und Zuflucht nehmen wir auch zur Sangha eben. Das sind diejenigen, die dieses Liebe und Mitgefühl in ihrem Geist entwickelt haben. Und so werden sie ganz automatisch zur edlen Gemeinschaft der Praktizierenden, die uns also helfen, auch selbst voranzukommen auf dem Pfad. Wenn wir dann Zuflucht nehmen, nehmen wir Zuflucht vor dem Leiden. Das heißt also, die Ursache des Leidens ist das Festhalten an dem eigenen Ich, dass man sich immer nur um das Wohlergehen von sich selbst kümmert. So sollten wir also nicht Zuflucht für unser eigenes Wohlergehen nehmen, sondern wir sollten erkennen, dass alle Wesen schon mal unsere Mütter waren, unseren Müttern gleich waren, dass wir sie genauso geliebt haben, wie wir jetzt unsere Mütter lieben. Und deswegen, und all diese Wesen leiden in Samsara. Und damit diese Wesen frei werden von Leiden, nehme ich jetzt Zuflucht, damit ich die Erleuchtung erlangen kann und dann meine Mütter, die alle Wesen, die meine Mütter waren, auch auf dem Weg zur Befreiung führen kann. Das sollte also die Absicht, die wir haben sollten, wenn wir Zuflucht nehmen, die Motivation sollte also das Wohlergehen aller Wesen sein. Und wenn man Zuflucht nehmen möchte, dann ist das etwas sehr, sehr Verdienstvolles. Das heißt auch, dass man sehr viel Verdienst aus früheren Leben hat. Denn man kann niemanden zur Zuflucht bringen, der nicht den Verdienst hat. Ja, niemand wird zum Buddha-Dharma kommen, ohne dass er die Verdienste aus früheren Leben nicht schon mitgebracht hat. Wenn man nicht schon im früheren Leben diese Zufluchtsgelübde genommen hat, auch viele Male, so wird man sie auch nicht in diesem Leben nehmen können. Das heißt also, es ist etwas, ihr könnt euch sehr glücklich schätzen hier auch, dass ihr jetzt die Zuflucht nehmen könnt und dass ihr diese Verdienste habt. Und so ist es, dass wir jetzt als gewöhnliche Wesen nehmen wir den Reichtum, Wohlstand, unseren Besitz, unsere Freunde als etwas sehr Wichtiges und glauben, dass diese uns Glück bringen. Selbst diesen Körper denken wir, er kann uns Glück bringen. Doch ist es nicht so, denn wenn wir morgen sterben müssen, dann ist es so, dass wenn wir morgen sterben müssten, dann können wir nichts davon mitnehmen. Selbst diesen geliebten Körper können wir nicht mitnehmen. Auch diesen Körper müssen wir zurücklassen. So sind aber die drei Juwelen sind der höchste Schutz, die höchste Zuflucht, die uns niemals in all unseren Leben niemals verlassen, von denen wir niemals bis zur Erleuchtung getrennt sein werden. So ist also die Zuflucht die Methode, um Glück in diesem Leben zu erlangen und auch Glück in all unseren Leben bis zur Erleuchtung zu erlangen, sodass wir immer wieder in höheren Bereichen wiedergeboren werden, ohne über den Weg der niederen Bereiche gehen zu müssen. So werden wir
ein heilsamer Mensch sein, ein Mensch, der von allen als sympathisch, als liebenswert angesehen wird und immer Glück, das höchste Glück in Samsara und auch das letztendliche Glück der Erleuchtung erlangen. So ist es also heute, nimmt ihr Zuflucht zu Buddha, Dharma und Sangha, so ist also diese kleine Statue von Chikden Sungön, dem zweiten Buddha, hier als stellvertretend für Buddha, und so denkt euch also, dass das wirklich auch tatsächlich Buddha ist, denn es ist auch tatsächlich so, denn der Dharma ist vertreten in der Form des Gebets, des königlichen Wunschgebetes, der heilsamen Handlungen der Bodhisattvas. Dieses kleine Büchlein, sagt Rinpoche, hat er seit über 20 Jahren jetzt immer bei sich. Und er selbst hier vertritt die Sangha, und als, so wenn ihr jetzt die Zuflucht nehmt, wird er euch stellvertretend für die Sangha auch die Zufluchtsgelübde geben. So ist es also, dass jetzt das Bewusstsein, das ihr habt, das euch dazu veranlasst, ich nehme diese Gelübde, das wird, wenn ihr jetzt dreimal das Zufluchtsgebet nachsprecht, wird euch das Gewahrsein verleihen, dass ihr, nachdem ihr es dreimal nachgesprochen habt, ich habe jetzt die Zufluchtsgelübde erhalten. Dieses Gewahrsein ist etwas, das man ständig aufrecht erhalten muss. So muss man also kontinuierlich Liebe und Mitgefühl entwickeln. Dieses Gewahrsein veranlasst dazu, dass man Liebe und Mitgefühl entwickelt, dass man die Verblendungen, Anhaftung, Ärger stoppt, dass man ihnen nicht nachfolgt, dass man heilsame Ansammlung ausübt. So ist es auch, dass man, wenn man die Zuflucht zu den äußeren drei Juwelen von Buddha, Dharma und Sangha genommen hat, entwickelt man die inneren drei Juwelen. So ist dieses Gewahrsein, das uns immer an das Heilsame erinnert und erinnert, dass negative, die Verblendungen negativ sind. Das ist der Buddha. Das Dharma ist, dass wir kontinuierlich Liebe, uns in Liebe und Mitgefühl üben, in Geduld üben, versuchen, keinem Wesen Schaden zuzufügen. Und indem wir uns so als in Liebe und Mitgefühl üben, wird unser Körper, unsere Rede zur Sangha. Das sind also die letztendlichen, die inneren drei Juwelen, die wir durch das Gewahrsein entwickeln. Und dieses Gewahrsein entsteht durch die Hingabe, das Bewusstsein, das uns sagt, ich möchte diese Zuflucht nehmen. Und dann sagt Rinpoche, ist es sehr wichtig, auch generell jetzt auch für die Jüngeren unter euch, dass ihr zum Beispiel alle möglichen von, Arten von Rauschmitteln aufgebt, wie Alkohol und andere Drogen, auch Tabak, Rauchen, alle möglichen anderen Drogen, die man auch rauchen kann. Denn das ist etwas sehr, sehr Negatives, speziell auch der Tabak ist etwas sehr Negatives, der unsere Kanäle verklebt, der die Weisheitskanäle zumacht. So kann keine Weisheit, keine Erkenntnis in unserem Geist entstehen. Und so schafft er schafft uns Leiden in diesem Leben, die Drogen schaffen uns Leiden in diesem Leben und auch in all unseren zukünftigen Leben. So ist es also sehr wichtig, speziell das aufzugeben, wenn es möglich ist, auch Alkohol, wenn möglich, aufzugeben. Und dann generell solltet ihr also jetzt die Zuflucht nehmen, so
sollte ja mindestens eine dieser 10 unheilsamen Handlungen aufgeben, also versprechen, dass ihr irgendeine dieser 10 unheilsamen Handlungen, jetzt zum Beispiel töten oder stehlen und so weiter, aufgeben werdet. Und das haltet ihr also in eurem Geist, ich verspreche das und das, während ihr jetzt die Zufluchtsgelübde rezitiert, das Zufluchtsgebet nachspricht. Bāru gīgīng gōnggōre, gīgīng tāma tīwā gōnggōre, kārī gīgīng tāmjīga, nī sēmjīng tāmjīga shirāpa mēngjīne, tsē dī dīwā gīgīng tāmjīga nānggīgōre, sīmā jākāb tīwā gōnggōre, jākāb dātāwa tī mēnā, gōchī yāro, dōro, tī yāpōre, tī dōpōre, tī kāng dēno, jākāb jīpā tī chok yātī kātīng chīmōre, で、セミトルで、ま、そう、そう、見ようね。なっせん、ぬせん、ロクタスで、チョクよ、ま。で、その、ラマルティで、チェな、チェチョクよ、ま。ここでね、チェチョクよ、ま。で、彼の言うよ、レ、チュ、ニャワやだ、トロスの、ジョレ、なっせん、ぬせん、ロクタス。実際の、コントロール残の、ギーの、チュ、なっせん、ぬせん、ロクタス、ま、て、タッチだ。で、同時ちゃんと、ぶつかんよ。はい。かしげ、ジャカップ、ぶちら、サムチャン、マンゴー、よれて。そそ、ジョンラ、レ。うん。 Und dann sagst du, Ramuji, es ist auch wichtig, Liebe besonders für drei wichtige Objekte zu entwickeln. Das sind zum ersten unsere Eltern, denn ohne unsere Eltern hätten wir dieses kostbare menschliche Leben nicht. Sie haben uns dieses kostbare menschliche Leben gegeben und erhalten auch. So sind also, sollten wir Liebe und Dankbarkeit für unsere Eltern entwickeln. Auch sollten wir Liebe und Dankbarkeit für all unsere Lehrer entwickeln, denn sie sind wie die Augen für uns in diesem Leben, sie öffnen uns die Augen, sodass wir in diesem Leben zurechtkommen. Alles, was wir wissen, was wir gelernt haben, haben wir von ihnen gelernt. So sollten wir auch ihnen gegenüber Dankbarkeit und Liebe entwickeln. Und weiterhin auch für das eigene Land, das sich für die ganze Bevölkerung und damit auch für uns kümmert. Und Rimmel sagt, hier ist es egal, ob man einen schlechten Präsidenten hat oder einen besseren Präsidenten. Wichtig ist hier nicht auf die Fehler zu schauen. Denn die Fehler, wenn wir auf die Fehler schauen, dann erhalten wir diese Fehler selbst, dann erhalten wir selbst einen Nachteil davon, wenn wir uns nur auf die Fehler konzentrieren. Wenn man zum Beispiel im Buddhismus sagt man, dass man falsche Sichtweisen, Übelwollen und Habgier aufgeben muss, das sind negative Einstellungen, die sich auch nur auf Fehler konzentrieren. Das heißt, wenn wir diese nicht aufgeben, dann sind das die Ursachen, dass wir in den niederen Bereichen, in den Höllen, Hungergeistbereichen oder Tierbereichen wiedergeboren werden. Und deswegen müssen wir die aufgeben. Das ist also, manche sagen, diskutieren ja sehr viel, ja, dieser ist ein schlechter Präsident, der ist besser, oder das ist ein guter Bundeskanzler, der ist schlechter und so weiter. Das sollte uns gar nicht interessieren, wir sollten nur auf die Qualitäten schauen und dankbar sein, dass er überhaupt da ist und für die Stabilität und so weiter des Landes sorgt. Denn wenn wir nur uns auf die Fehler konzentrieren, dann ist es für uns selbst von Nachteil. 저랑 파마나 개기네 때와 같이 뒤축을 쏘는 토고요. Und so viel Liebe und Dankbarkeit, wie man für seine Eltern und für seine Lehrer hat, so viel Verdienst erlangt man auch. 삼제지 보라산다 롱고 모두 제제지 바 삼제 신베든 바바서 나인데 점주제지 미주라 산다라 다반도 차저거 제게 돈을 就叫他们说就把这些就让他们说那个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 那
Tapa, Then I
파저르다나서다 대답을 江木是修瓦的 宋德宋德杰西杰西长车长寿宁波拉宁波拉季节季节巴德哈都桑杰拉桑杰拉加普舍加普舍基沃基沃去拉去拉加普舍基沃基沃 大切西，长车，长车，宁波拉，宁波拉，季节，季节，巴德，巴德，桑杰拉，桑杰拉，加普舍，加普舍，西沃，西沃，去拉，去拉，加普舍，加普舍，西沃，西沃，甘顿拉，甘顿拉，加普舍，加普舍。 七沃，七沃，去了，去了，加普舍，加普舍，七沃，七沃，去了，去了，加普舍，加普舍，七沃，七沃，甘顿拉，甘顿拉，加普舍，加普舍，七沃，七沃，大切西，大切西，长车，长车，宁波拉，宁波拉。 季节，季节，巴德，巴德，加普森，加普松，增巴，增巴，南嘎，南嘎，松威，松威，金尼德，金尼德，罗本吉，罗本吉，松多松，松多松，塔云诺，莱索，莱索，萨克利克森。 同学，这是今天我们中午的，这边你们去接这个，班上把所同学的那边叫来，电视就把就把就是手机公布信号测到对吧？就不就把装，装了。哎，我带你的，你都不要跟我讲。那是刚破。三巴拉，三巴拉，巴拉巴拉嘛，就到啥都别嘛，不别的，不咋咋啦咋啦，啥米都熬完了，我都红呗。
Sambo Joba Yondo Sambo. So habt ihr also jetzt die Zufluchtsgelübde genommen. Und wichtig ist also, dass ihr jetzt Achtsamkeit behaltet, dass ihr euch immer daran erinnert, euch gegenwärtig seid, dass ihr diese Gelübde besitzt und von jetzt an auch alle Bildnisse vom Buddhas als tatsächliche Buddhas anseht, dass ihr Texte, Dharma-Texte, Objekte, Ritualgegenstände und so weiter nicht zum Beispiel als negativ oder abwertend betrachtet, nicht auf den Boden stellt, nicht darüber steigt. Das ist also sehr wichtig, dass ihr euch immer dessen gegenwärtig seid. Ja? Wenn ein Text am Boden liegt, ich soll diesen Text aufheben oder nicht darüber treten, denn ich habe die Zufluchtsgelübde und das ist wirkliches Dharma in Form von niedergeschriebenen Texten, Wörtern. Und so sollte man sich also ständig gewahr sein über die Zufluchtsgelübde.
Und so ist es eben auch wichtig, zum Beispiel wenn ihr morgens aufsteht, dass ihr ein paar Niederwerfungen, Verbeugungen macht, 3, 5 oder 7 Niederwerfungen und dann auch euch an die Zufluchtsobjekte Buddha, Dharma, Sangha erinnert, dass ihr euch dessen gewahr seid, dass ihr dann beispiel auch die Zufluchtsgelübde rezitiert, das Zufluchtsgebet rezitiert, meine ich. Und dann, wenn ihr so praktiziert, dann solltet ihr auch immer das Dharma praktizieren, also die inneren 3 Juwelen auch hervorbringen, indem ihr also immer Liebe und Mitgefühl praktiziert, so werdet ihr von allen anderen als eine angenehme Person auch empfunden und ihr solltet auch alles mit Liebe betrachten, wie gesagt, wie vorher gesagt, Liebe für eure Eltern, Liebe für eure Lehrer, Liebe für das Land empfinden auch und so immer Liebe auch weiterentwickeln. Das ist eben auch, wie vorher gesagt, das relative Samaya, das relative Gelübde, dass man immer Bodhicitta, Liebe und Mitgefühl für alle Wesen entwickelt. Und das absolute Samaya ist, dass man in, immer im Gewahrsein, in Achtsamkeit, in Bewusstheit, Wachheit verweilt. で、成功そうですね。できんかんな、ラマゲウシン、キロカンやま、サマ、キロでさな。サマジャムネレでゲヌレ、サンゴレ、センジサマ、パマレ、サンネ。お、てたんで、ゴンゴレ。うん。だと、なんなこんじょうとんせよれ。なんさげるさ、ちゅ、ちびしらってれ。ちゅだで、ばよばてれ。ちゅでかれ、ちゃんげ、ちわごにゃてれ。だ、ちわてね、べね、こん、ざんべるげじょうれ、ちわてがれてな。 俺、ティティワティチワリチラコンでセヤメバティディビノルタバレ。お、たたんセンビティワティディワネワティティワビユンティンダサニゲシエゴレテナ。シエウシエヤマンボウヨレ、ニマレツヤワウチモレーズ。ティニチアンゾウでゲンディングレ。サジエグサプチビシラブレーズ。シュデ、サンニンジタコラゴンゲテレーズ。ジャーデューカレーズ、コトチャド。俺。ティータンジェダーティンペネテレーズ。ロチャチェットモグソメオレ。 아て、そして、そして、準備しらってが、は、これ、データ、こと、わんちゃん、ちょうどと、ただ、ランダム、メバルトン、とこまで、こと、やんちゃん、こわ、とまめば、さじゃて、ちゅうね、ちゅうね、さんでね、かり、にょんげん、どこで、今、ちょっと、てんてん、メバルトン、その、ぺん、て、じゃ、さんばん、ちょうどって、ちょうどって、どこ、とんてん、お、だ、かしえたね、がろ、にょんで、ろ、かしえ、その、て、にゅうもば、ぺ、しょ、ちゅうげん、どこで、ただ、ランダム、メバルトン、とこまで、ちょう、たまるげん、てわ、ほんと、これ。 Wichtig ist dann eben auch, dass man die inneren 3 Juwelen hervorbringt, dass man diese entwickelt, so wurde wie vorher gesagt eben, dass wir das Gewahrsein aufrechterhalten, Achtsamkeit aufrechterhalten, das ist der innere Buddha, dass wir uns in Liebe und Mitgefühl üben, das ist das Dharma und wenn wir so praktizieren, dann wird unser Körper zur Sangha, zur edlen Gemeinschaft der spirituellen Praktizierenden und so ist es also dann, dass wir das Dharma wirklich praktizieren sollten, dass wir Liebe hauptsächlich für unsere Eltern, für unsere Lehrer praktizieren sollen, dass wir den Verblendungen entgegenwirken sollen, dass wir Ärger entgegenwirken sollen, dass wir Anhaftungen entgegenwirken sollen. Natürlich werden sie immer wieder kommen, wir werden sie nicht vollkommen beseitigen können beim ersten Mal, sondern sie werden immer wieder kommen. Wir sollten aber jedes Mal, wenn wir Ärger hochsteigt und wir es erkennen ihn als negativ, dass er weil er Leidenschaft für mich selbst, für andere und in diesem Leben und in zukünftigem Leben, jedes Mal, wenn ich sehe, das ist Ärger, das ist fehlerhaft, dann wird dadurch Ärger beseitigt. Das ist wie wenn wir ein dickes Buch haben und jedes Mal reißen wir eine Seite raus, so wird nach und nach wird dieses Buch auch geleert sein. So ist es auch mit den Verblendungen, die wir seit anfangslosen Zeiten angesammelt haben. Es ist möglich, sie nach und nach zu beseitigen. Wichtig ist, sie als negativ zu erkennen, wirklich zu erkennen, dass es fehlerhaft ist, weil es selbst Leiden bringt. Und Liebe und Mitgefühl zu entwickeln, über die Qualitäten von Liebe und Mitgefühl nachzudenken und über die Fehler von den Verblendungen nachzudenken. Hier gibt es sehr viel zu erzählen, dass man hier alles nicht erzählen kann. Das wird auch morgen weiter erzählt werden und die Tage hinweg auch weiter erklärt werden. Die Liebe, die Kraft der Liebe zum Beispiel, das Kraft der Licht der Liebe ist größer als die Kraft des Lichtes der Sonne zum Beispiel auch. So sollten wir also alle Lehrer, alle ordinierten Mönche und Nonnen als die Sangha sehen. Wir sollten alle Statuen, Bildnisse von Buddhas als die tatsächlichen Buddhas sehen. Und wir sollten alle Wesen als unsere Eltern ansehen und Liebe für sie empfinden. So haben wir immer diese reine Sichtweise in unserem Geist. Und das sind dann auch die 3
inneren Juwelen so können wir dir ein Zeugen. Und wichtig eben, wie gesagt, Liebe zu den Eltern und zu den eigenen Lehrern. Thank you.
Oh,